Ja, ich glaube, dass jede und jeder, der in der Justizpolitik unterwegs ist, weiß, dass man gerade bei laufenden Ermittlungen schweigen muss, insbesondere wenn sie sich in sensiblen Bereichen befinden. Und dazu gehört ohne Zweifel beispielsweise die Problematik Drogenkriminalität und das auch noch im Gefängnis. Hier laufen Ermittlungsverfahren, die übrigens unser Minister überhaupt erst eingeleitet hat, 2015. Es geht ja um den Zeitraum 2012 bis 15, der beleuchtet wird. Und sobald diese Ermittlungsverfahren abgeschlossen sind, wird er natürlich dazu auch Stellung nehmen. Aber vorher verbietet sich schlichtweg jede Äußerung dazu. Das ist natürlich ein ernstzunehmendes Problem, wenn ein Häftling aus einer Haftanstalt fliehen kann. Er war dort Untersuchungshäftling, er wird mit Hochdruck gesucht. Auch da laufen die Ermittlungen. Es gab ein menschliches Versagen in dem Gefängnis seitens einer Bediensteten. Es ist eine unabhängige Expertenkommission eingesetzt worden. Kurzum, hier passiert alles genau so, wie es passieren muss. Nochmal ein Dank auch an alle Bediensteten, die sich hier einsetzen. Und wir hoffen natürlich auch, dass der Untersuchungshäftling bald aufgegriffen wird. Aber nochmal, wir sind in einem Rechtsstaat und es handelt sich um einen Untersuchungshäftling. Das heißt, wenn man da schon von jemandem spricht, der angeblich Kopf einer Drogenbande wäre, ist das schlichtweg bis heute nicht bewiesen. Und auch da muss ich sagen, warten wir doch bitte die Ermittlungen ab. Da muss ich ganz deutlich sagen, die CDU als Opposition hat diesen Untersuchungsausschuss eingerichtet, weil sie meint, dass unser Minister mutmaßlich falsch gehandelt hat. Und dieser Untersuchungsausschuss arbeitet. Jetzt etwas vorzugreifen, da rauszuziehen, erneut zu skandalisieren, zeigt eigentlich nur, wie wenig ernst die CDU parlamentarische Gepflogenheiten, parlamentarische Gremien nimmt. Sie führt damit ihren eigenen Untersuchungsausschuss ad absurdum. Und das halte ich schon für ein riesengroßes Problem, weil das das Ansehen des Landtags insgesamt beschädigt. Ja, in diesem Sonderplenum ging es eigentlich nur um Verdächtigungen, um Mutmaßungen und Unterstellungen seitens der CDU-Fraktion gegenüber unserem Justizminister. Offenkundig hatte sie das Interesse, ihn einmal mehr zu Fall zu bringen.